Jetzt sind wir wieder da. So. Kleine Unterbrechung. Und wie war seine Reaktion, als er den Präparierten erwischt hat? Ja, also er hat dann wirklich einen von denen erwischt, die ich natürlich schön präpariert hatte, mit schön viel Senf drin, richtig scharfen Senf. Mhm. Und er beißt da genüsslich rein und unten quatscht schon dieser gelbe Senf raus, ja. Mhm. Man hat sich natürlich weggeschmissen von Sachen. Ich habe mir auch schon einen abgegrenzt. Er guckt uns an und meint nur noch so, wirklich so knallhart, boah, ist das eine neue Geschmacksrichtung, der schmeckt nach rum. Nein, wie geil. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Das glaube ich. Ich habe mir noch gedacht, oh mein Gott. Das schmeckt nach rum. Danach hat er den Senf gesehen und hat dann mir ja die Kriegserklärung gegeben. Da hat er gesagt, das zahle ich dir heim. Ja. Und hat er das je getan? Mhm. Große Worte, nichts dahinter. Ja. Wäre ich jetzt böse, würde ich sagen, typisch Mann. Aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Gell, alle Menschen. Zuschauer? Ich habe keine Ahnung, welches Geschlecht die meisten Zuschauer von mir haben. Keine Ahnung. Naja, falls dein Freund das sieht. Der wird mal ganz gemütlich durch die Hose atmen, dann ist okay. Geil. Ja, denn das wird dann ansonsten intern geregelt und dann muss man die Tür abschließen, ne? Ja, aber nicht wegen das, was ihr jetzt wieder alle denkt, ne? Ich sag's mal. Und ich sehe, ich hatte mit der Idee recht, denn da wächst schon überall schön das Zeug. Das beruhigt mich doch. Ja, also hier sieht man es. Ja, ne? Also hier, das habe ich als erstes gepflanzt, das wächst schon, aber das hier ist schon richtig hochgekommen. Und ich würde ja unter Umständen normalerweise jetzt rausgehen, aber ich habe vorhin hier einen Creeper rumhampeln sehen. Da ist er. Und da drüben sitzt eine olle Spinne. Und ja gut, ich kann ja wieder in den Creative-Modus gehen und dann... Was denn? Was denn? Ich habe mich gerade selbst voll gemacht. Ah, und mein Laptop. Wir gehen ja, das Ding spritzt doch einfach. Ach, das ist wieder ein Enderman. Ich pack's doch nicht. Die mögen dich. Also jetzt, wenn du im Creative-Modus bist, siehst du, passiert nichts. Also die Spinne greift mich jetzt auch nicht an. Der blöde Enderman klotzt mich sowieso. Also so wäre die auch, wenn es ein Tag wäre. Ja, dann ignorieren sie dich eigentlich. So gechillt, ja, ich kenn... Der Creeper, der schwebt. Was? Ich, das hat gerade ausgesehen, als würde der schweben. Also guck... Der guckt mich jetzt auch nur doof an. Ich gehe jetzt hier drüben hin und ignoriert mich. Wenn du ihn jetzt von der Seite so ganz zart anpuckst mit dem Schwert, so einfach mal so quer durch den Hals. Tja, er ist jetzt runtergeflogen. Er ist einfach mal abgesegelt. Also hier drüben haben wir zum Beispiel ein Skelett hier auf dem Baum. Das finde ich auch ganz toll. Warum bist du auf dem Baum? Ach, ich war gar nicht erst. Ja, athletisch da Tiere. Monster. Naja. Also gut, ich werde mal eben kurz die Spinne hier entfernen. Gut. Hast du gerade irgendwas gesagt? Hier, du? Hey, ich rede mit dir. Einfach mal die Seite gestochen. Naja, und er ist einfach mal verschwunden. Also ich höre ihn noch, aber ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht eine Etage unter dir? Dann ist noch ein Creeper. Ja, kann sein, aber dann, ich möchte gerne mal wissen, warum die Viecher immer in meinem Haus auftauchen. Ist mal ernsthaft. Ist in der Nähe ein Spawner? Kann sein, dass einer. Wäre eine Möglichkeit, dass sie dann vielleicht. Wo ist der denn? Ist der unten? Oh, wie hier das Wasser runtertropft, das ist ja krass. Also das Dach ist nicht besonders dicht, merke ich gerade. Willst du das dann ändern? Ich
ich wüsste jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so genau wie, außer Alles noch eins hochsetzen. ja, Das das. ist auch echt gut. Ja, jetzt mal, ich muss gemacht haben. Ja, ich gehe mal kurz in Lagerraum gucken. Lagerhalle, Ja, der ist jetzt halt mal unter Wasser, ne? Super. Ja, einfach mal gucken, wie es aussieht mit dem. Es kann ja sein, dass wir das vielleicht noch woanders hinbauen. Ich muss eben mal gucken. Ah, da bist du, du. Hat der das Maul offen? whatever. Hm, da habe ich ein Loch da oben. Dann hat er noch so den Deckel kaputt gemacht. Ja, das war ich gerade, weil ich auf ihn draufgehauen habe. Und ich habe dran vorbeigeschlagen und dann habe ich ihn so im Wohnzimmer. Was machst du im Wohnzimmer? Ach so, also ist jetzt so, dass wenn sie freundlich sind. Gesundheit. Also wenn sie freundlich sind, haben sie irgendwie das Maul zu und wenn sie schlecht drauf sind, haben sie das Maul offen. Ja, okay. Das macht ja so viel Sinn. Warum haben sie es nicht mit den Augen gemacht? Die Augen wären irgendwie viel besser zu erkennen. Mann. Mann, 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 Mann. So. Wieder draußen. Dann schaut er Also ich werde jetzt von hier aus gemütlich zusehen, wie die Skelettis gleich verbrennen und mir dabei einen Kinderriegel gönnen. seine Zahl. Schmecken. Danke. Fall runter, fall runter, fall runter. Arsch. Das macht genauso wenig Sinn. Warum brennen Skelette, wenn es ist genau dasselbe Unlogik. Vielleicht, die sind schlau, die Viecher. Ja, das ist aber auch erst seit kurzem so. Ja, hier war nicht so schlau. Suizidskelett. Nein, ich möchte nicht mehr so aussehen, wie ich aussehe. Gut. Dann machen wir mal was anderes. Gehen wir jetzt wieder raus. Nichts passiert. Die Einrichtung ist noch ganz. Das beruhigt mich. Nee, nicht das. Das war jetzt die falsche Abteilung. Ich brauche das da. So, dann wollen wir mal ein bisschen anfangen, etwas Neues zu machen. Und jetzt muss ich mal. Oh gut, da können wir auch Glas für nehmen. Das geht dann schneller. Ich sag, ich wollte Glas nehmen. So, so. Ja. Was machst du da? Ich wollte jetzt einen Springbrunnen machen, aber ich hätte jetzt eigentlich das Wasser aus den Eimern nehmen müssen, weil ich das ja eigentlich dafür benutzen wollte, aber mir fällt ein, dass das nicht so gut. Quatsch. Dass das nicht so funsen wird, wie ich mir das vorstelle. Warum? Weil das einfach ewig wahrscheinlich. Ja gut, ich weiß auch nicht so. Ich glaube, das wird einfach nicht so hinhauen, wie es soll. So, und jetzt. So, einmal einen schicken Brunnen. Cool. So schnell macht man sowas.
Ich habe da noch das Bild offen, das brauche ich nämlich. Gut, also bei dem in der Variante ist es noch ein bisschen anders gehalten, aber okay. Jo. Und ich werde hier mal kurz ein bisschen umräumen müssen. Bitte. Hätte halt nicht so aussehen wie mein Alter, aber es macht nichts. So. Cool. So, und ich denke, wir werden das Haus, das schicke Haus von da oben hier nach unten versetzen. Dann wechselt es zumindest nicht mehr bei dir durch die Decke. Genau, das außerdem. So, das, was brauchen wir denn dann? Dann werden wir das auch nicht unbedingt in der einen Form machen, sondern wir fangen dann hier einfach mal an. So, angenommen, ist das jetzt. Geht's da runter? Ja, genau. Lässt du keinen Streifen? Lässt du keinen Blockabstand zur Mauer? Nö. In dem Fall mal nicht. Und Okay. jetzt mache ich doch schon wieder denselben Fehler. Ah. Da ist die Schaufel. Pass auf nicht, dass du irgendwann in eine Höhle fällst. Könntest du gerade meine Gedanken lesen? Ich wollte mal nett sein. Läuft das Wasser eigentlich unendlich? Also, Nee. also wenn du jetzt. Wenn jetzt was? Nein, wenn du jetzt so einen Wasserblock setzt und fließt das jetzt so lang, bis es ein Hindernis findet oder hört irgendwann auf? Kann ich dir zeigen, warte. Wir nehmen jetzt mal hier diesen Wasserblock und stellen es einfach mal hier hin. Und dann siehst du, er breitet sich aus, aber er hat halt eine Begrenzung. Ist bei der Lava genauso? Ja, warte. Ich glaube, wir haben jetzt nichts, was brennt. Glaube ich zumindest nicht. Jeder weiß, an die Mauer. Ja, ich werde mir aber mal kurz einen Block setzen, damit er sich nicht selber irgendwie verknuspert werde. Also Lava breitet sich halt wesentlich langsamer aus. Und ja, das schießt außerdem auch noch Zeug und es ist also nur so groß hier. Also quasi drei in jede Richtung. Okay. Nur Lava braucht auch ein bisschen länger, bis es dann weg ist. Ja, und es hat auch die unangenehme Angewohnheit, sich auch nochmal in andere Richtungen auszubreiten. So. Bist du schon mal in Lava gefallen und gestorben? Ja, mehr oder weniger. Okay.
Ich sterbe aber eigentlich eher dadurch, dass ich an irgendeiner Stelle. Guck mal, in deinem Haus brennt im Haus. Hä? Brennt in deinem Haus? Nee, das sind die Fackeln. Ach. So aus den Augenwinkeln habe ich gedacht, da brennt jetzt gerade. Nee. Nee, was mir eher passiert ist eigentlich, dass ich aus sehr großen Höhen runterfliege und mir da dann irgendwie sämtliche Genicke breche, die ich irgendwie hatte. Um es mal so auszudrücken. So, jetzt haben wir dem Wasser ein bisschen Platz gemacht. Und dann fließt es wieder zurück. Na. So, jetzt stimmt's. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein als oben, aber naja. Und was kannst du alles anpflanzen? Also was wir eigentlich anpflanzen wollen, ist Getreide. Wir können aber zum Beispiel auch... warte. Melonen anpflanzen. Das zeige ich dir dann auch gleich. Witz ist, wir sind natürlich jetzt auch wieder mit dem Dach überhaupt nicht weitergekommen. Ja. Bis auf das bisschen da, was wir da gemacht haben. Okay. Ja, wir werden auch gleich weitermachen. Oh, das blubbert ja auch richtig, das ist ja toll. Ja. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Zaun. Damit dich jeder Arschkeks mir da durch rein rumlatscht. Zum Beispiel deine späteren Hunde. Beispielsweise. Da könnten wir jetzt zum Beispiel auch Sicherheitsgründen. Noch sowas hinbauen. Ups, das war jetzt falsch rum. Gut, ich wusste gar nicht, dass man das auch falsch rum dran bauen kann. Gut zu wissen. Was ist das, eine Tür oder was? Ja, das ist ein Zauntor. Ja. Jo. Mal kurz rein. Und dann, gut, wir können zum Beispiel den Zaun auch noch ein bisschen größer machen. Mach ich immer ganz gerne. So. Geh's mal kurz her. Und machen wir mal den da. Sieht cool aus. Das ist doch mal ganz toll. So.
Man kann natürlich hier oben auch Fackeln Du liebst diesen Leuchtstein, oder? draufsetzen. Sie haben eine große Leuchtkraft, ja. Ich bin aber noch ein bisschen mehr für die. Ja, gut, also die und die Fackeln, die mag ich eigentlich recht gerne. Ja, stimmt schon. So. Sollen wir dann auch gleich mal wieder das Zeug anbauen? Du mich auch. Du baust da jetzt nur eine Sache an? Ja, ich tue da jetzt nur mal erstmal nur Weizen anbauen. Ist der am schnellsten fertig oder was? Oder warum? Oder gibt's da Kacke? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er jetzt am schnellsten fertig ist, aber der ist mir eigentlich im Moment ganz recht und ganz lieb und ja. Ich mag das nicht. Schön. Ich mag's auch. So, dann wollen wir das dann mal wieder abreißen. Das total doof ist, aber. Ah, da ist sogar schon was fertig gewachsen. Mehr oder Gibt weniger. es keine Abrissbirne oder sowas? Hä? Gibt es da keine Abrissbirne oder sowas? Ich könnte da jetzt mit einem ja, TNT-Block dran gehen, aber dann könnte ich mit rechnen, dass der Rest vom Haus auch am Arsch ist. Was? Da gibt es TNT? Ja, so haben wir nämlich mein erstes Haus auf dem Server damals in die Luft gesprengt. Oh. Ja, das hat dann leider so sein jähes Ende gefunden. Ist auch Sehr noch noch auf schnell. YouTube zu sehen, also von daher. Lang. Ja. Was ein wildes Geklicke. Solange dir dein Finger nicht taub ist. Ach, der ist doch schon gewöhnt. Bis dann daher geht das. Dass wir jetzt hier mit dem Wasser ein Problem haben, um das zu verdrängen, müssen wir jetzt alles unten ausfüllen. Was? Nee. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Okay. Ich dachte, du brauchst da nur an die richtige Stelle einen Block zu setzen und dann. Naja, nicht wenn das jetzt so eine Quelle ist. Also ich kann ja mal kurz was ausprobieren. Ja, da geht jetzt hier das ganze Wasser runter, aber das fließt ja leider nicht so wie im realen Leben ab.
Ich spiele es jetzt mal mit raus. Schön. Das ist praktisch, da muss ich nicht so lange hier so rummachen. Aber ich glaube, für das Abbauen gehe ich doch noch mal kurz in den Modus, weil dann muss ich das alles nur einmal machen. Schlage mir den Weg frei. Stimmt ja auch. Machen wir auch. Ja, genau. Okay. Naja, es hat doch was. Warte mal, das können wir doch woanders machen. Ja, ich habe jetzt doofe Was ist Ideen. dir jetzt eingefallen? Ach, das erklären wir dann, wenn wir es soweit ist. Ach, toll, da Okay. geht's sogar runter in mein Haus. Nee, oder? Oh, warte mal. Oh, wie schön. Ja, Spülst Moment. dir drin einfach mal alles weg. Ja, ist so kalt, das gibt's doch nicht. Kannst du mal die Handwerker rufen? Wir haben einen Rohrbruch. Rohrbruch? Das ist mal freundlich ausgedrückt. Oh Mann, oh Mann. Ach ja, Schaden macht klug. Kein UK. Nein, ich mache daraus jetzt kein Pfandspiel. Miau, ich hüpfe immer sofort schon vorbei. Aber das finde ich wesentlich cool hier. Das hat nämlich die Cave Was? überflutet. Unterflutet, das ist auch mal geil. Ja, überflutet, unterflutet. Ich bin Zombie, schnell weg. Ich bin gerade so blöd zum Fliegen, das ist auch geil. Oh Mann. Ja, einfach noch ein bisschen mehr Wasser da hinten rein, ne? Ist einfach noch nicht genug. Sinke. Interessant, ein Wasserfall von einem Haus. Ja, du hast gesagt, dass du hast mal einen Wasserfall von einem Berg gesehen. Also dachte ich, okay, gut, das können wir auch. Das machen wir einfach ein bisschen anders. Also zum Beispiel wie jetzt wieder, ne? Jetzt spülen wir das jetzt hier runter. Nein, also bei Wasser ist das Problem, wenn das in so einer großen Menge ist, musst du das halt wirklich abzweigen. Aber ich mache jetzt erstmal den oberen Teil weg. Macht Spaß. Ja. Eher mich so ein bisschen an Merkt so ein man auch. Shooter-Spiel.
Nämlich gerade so voll an ins Shooter-Spiel irgendwie so. Nee, 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 nee. Naja, kann ich. In dem Sinne keine Gegner, aber dennoch musst du was zerstören. Also ich glaube, so klingt ein AK-47 auf Glas. Ja, das war nur ein Witz. Also wer jetzt. Ich kenne ja jetzt jemanden, der jetzt wahrscheinlich wieder mich komisch angucken würde. Ich würde doch niemanden komisch angucken. Glaub mir, da kenne ich genug Leute, die das tun würden. Also wir überfluten jetzt einfach mal ein bisschen so hier hinten die Landschaft. Ja, jetzt haben wir schon wieder das Dach ein Loch reingefriemelt. Na. Nein, nicht das, den da. Ich hab's gleich, nur noch einen Moment. Ich glaube, du hast schon wieder ein Loch reingemacht. Jetzt habe ich wieder ein Loch gemacht, ja. So, sind wir mal kurz hier und zwar fangen wir mal die Fackel ab einfangen. So, jetzt gucke ich mir das mal ganz kurz an. Mhm, schick, schick. Ja. Alter Schwede. So, du siehst doch, wo da alles jetzt, was da jetzt so dunkelblau ist, ne? Ja. Das müssen wir jetzt alles zukleistern, weil das sonst, ja, das... Da fließt nämlich das ganze Wasser weg. Aber vielmehr davon kommt das. Mach doch erstmal außen den Rand. Naja, ich will jetzt erstmal hier so gucken. So, da ist das Ganze also schon mal weg. Hier schwimmt's noch. Ist das so cool? Ja, auf dem Dach, toll. Ja, deine unteren Etagen überflutet. Wünscht sich das nicht jeder? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich mir jetzt eigentlich jetzt nicht so unbedingt, ne? Ja, ich hab doch schon. Siehst du, du musst nicht mehr putzen. Ja, ich mach das in Zukunft jetzt hier auch im Haus, ne? Also, wenn es dann irgendwie heißt, ja, wir wollen die Wohnung alle putzen, gut, dann gehen wir oben hin, machen das Dach auf, alle Türen auf und dann einen Gartenschlauch und dann geht dann einfach mal hier so das Wasser durch die Bude, ne? Ja, natürlich. Oder ihr wartet auf das nächste Unwetter. Macht dann einfach alle Schotten auf. Das geht auch. Ja.
Wie schreibst du Situationen? Also das Wort. Situationen. Wie genau meinst du das jetzt? Dass sie das jetzt buchstabiert haben oder was? Einfach nur die ersten drei, vier Buchstaben. Sag mal, wie du das buchstabierst. Mit I, oder? Also Situationen. Ja. Ich habe jemanden gefunden, der es mit Y schreibt. What the fuck? Wenn Spaß macht, bitte. Das ist, da fehlen die Worte. Oh Gott. Ja. Okay. Sehr fragwürdig, wenn du mich fragst. Das waren mal diese Sachen. Oh Gott. Oh. Gestoßen. Will ich wissen, was du da gerade guckst? Nee, da steht jetzt einfach nur, er war auf eine Geschichte gestoßen. Aha. Und gestoßen mit HF. Oh, du liebe Güte. Mein Gott. Nett. Ich meine, ich bin ja auch nicht die Beste in Rechtschreibung und allem, ja? Aber oh mein Gott, das tut schon weh beim Hinsehen. Oh Gott. Will ich wissen, wie der auch allgemein stoßt? Ja, das war pervers gemeint. Keine Ahnung. Ey, das macht mir. Ey, das will ich nicht mal wissen, wenn mir das Sorgen macht. Weil ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das unbedingt kreativ nennen würde. Oder innovativ. Kreativ fail. Was machst du da? Ich mache jetzt hier eine Begrenzung hin. Also hier kommt die Dachterrasse hin, mehr oder weniger. Und ich werde dann den Rest des Daches ausleuchten, weil wir werden dann doch nicht so viel davon benutzen. Und dann halt nur nicht, dass nicht ständig irgendwelche Viecher hier spawnen. Ne, zweimal. Dreimal. Viermal. So. Das waren jetzt einmal die Dinger. Hier dann irgendwann die Terrasse hin. Viel Licht. Licht, 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 Licht. Nur für den Fall, dass wir halt hier oben irgendwie aufräumen müssen, ist dann hier dieses Gatter. So, zack. Dann wollen wir hier mal jetzt rausgehen. Hallo, ich habe da oben hingezeigt. Was machst du das da unten hin? Ja, man hört, das war jetzt gerade Skype.
So, damit wir jetzt mal, wenn ich hier was antworte, nicht ewig lang nur auf einen Bildschirm gucken. Was sollen wir denn dann danach machen? Im Haus, im Garten oder so? Wir können ja vielleicht zum Beispiel den Garten noch ein bisschen größer machen. Hast du oben sonst nichts hin? Also keine Stühle oder Doch, whatever. doch, das mache ich jetzt noch gleich. Auf dem Bildschirm. Diese rote Rüstung oder was ist das? Was genau meinst du? Neben in der Tabelle unten das Gold, ich denke mal Diamant, ist das Türkise. Das hier ist Gold, Diamant, Ketten, Eisen und das ist Leder. Ah, okay. Das wird gleich wieder in Skype ploppen, einfach ignorieren. Einfach so tun, als wäre es nicht da. Weil, wie gesagt. Ja, stimmt, das geht wieder so nicht. Ich bin jetzt faul, ich werde jetzt nicht wieder runter. Ich komme jetzt einfach hierher. Einmal und dann nochmal hin. So, dann haben wir hier noch die Terrasse. Sonnenschirmchen gibt es hier leider nicht. Schade, verdammt. Ja, wäre schön, aber. Achso, ich bin ja nicht im Dings. Moment. So. So, also wir könnten jetzt zum Beispiel hier noch was machen. Zum Beispiel einen Weg bauen oder so. Ich weiß ja nicht. Habe ich zwar das letzte Mal nicht gemacht. Ah ja, eine Sache könnten wir noch machen. Die fällt mir da gerade Ja, ein. Wo ist denn hier schon wieder ein Zombie, der mir schon wieder die Wohnung aus der eintaut? Da doch eben einen gehört. In meinem Schlafzimmer? Also so viel mal zu dem Thema. Wir haben es so weit runtergezogen, dass da nichts mehr passiert. Aus meinem Schlafzimmer. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn gewisse Leute da drin sind, aber gegen Zombies habe ich was. Muss man denn hier alles 53 Kilometer mit Sonnenlicht, UV-Licht ausfüllen, oder wird das hier nichts mehr spawnen? Was ist denn das? es scheint so. Ja, so viel mal dazu. Zeigst du mir die Katzen? Ja, die zeig ich dir gleich. Moment. Ich muss nur erstmal hier. Nee, mach mal langsam, kannst du es ja erst fertig machen. Nur das hat mich schon gestern so, oh, Katzen. Ja, warte. Das kann ich dir gleich zeigen. Das dauert nicht lange. Also ich das hier, weil dafür können wir nämlich eh nach unten gehen. Da wollten wir ja sowieso hin. Trapp, 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 trapp. So.
Jo, ich glaube, wir werden hier noch mal irgendwie eine Lampe hier hinbauen. Warte mal kurz. Ich glaube, das werde ich auch mal kurz machen. Ja. Ich werde hier mal eben schnell eine Lampe hinbauen. Es war ein bisschen doof, weil es einfach doof aussehen wird, aber ich mache es jetzt einfach mal. Einfach, weil ich es kann. So. Da gehen wir mal raus. Eine Enderperle. Wir haben das. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Moment. Was brauchen wir noch alles? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht mehr. Das bräuchten wir zwar noch, aber jetzt nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht mehr. Den Bogen brauchen wir noch. Was ist eigentlich dieses runde Ding da oben? Das da ist eine Enderperle, die kriegst du, wenn du einen Enderman gekillt hast. Wofür ist sie gut? Die hilft dir, Dungeons zu finden. Und ich muss mal ganz kurz was essen und dann zeige ich dir das. Okay. Ja, weil ich kann mir das nicht angucken, weil das hier die ganze Zeit so rumfriemelt. Also, zuallererst brauchen wir rohen Fisch. Und dann muss ich gucken. Da. Wir wollen einen Ozelot erschaffen. Der sieht so aus. Okay. Jetzt kriegt er ein bisschen Fisch. Nein, er hier soll. Und dann haben wir einen Garfield. Oh. Ja, ich hab davon ge. Der schnurrt sogar. So, sein Freund rennt jetzt irgendwie nach da hinten. Auch nicht schlecht. Genau, ein paar mehr erschaffen. Also, sie sind sehr scheu, sie hauen dann auch einfach ab. Ah, jetzt haben wir einen schwarzen. Guck mal. Ich wünschte, der da hinten würde mal beikommen. Es gibt drei Farben. Warte mal, komm mal her. Komm. Weil die sind sehr scheu, also die hauen dann auch einfach ab, wenn du denen so. Na, komm, komm, komm. Hör doch mal auf, was zu essen. Ja, jetzt haben wir alle drei Farben. Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Die schwarze und die das weiße gefallen. Bei der rote, oh, das ist ja auch schön. Ah! Und die Herzen sind. Ja, warte mal. So bringt man die dazu, sich zu vermehren. Oh, nein. Ja, bist du süß, du kleines Ding, du. Ah, du bist ja so goldig. Bleib mal stehen. Laufen die dir eigentlich die ganze Zeit hinterher oder machen die auch so quasi, was sie wollen? Also die können, also die werden so wie die Hunde, laufen die dir ein bisschen hinterher. Also ich finde das Kleine immer so süß. Also wir können jetzt mal ein bisschen hinlatschen, la la la, latsch, latsch, latsch. Und dann siehst du, die laufen dir hinterher. Das finde ich jetzt gerade sehr praktisch, dass ich es geschafft habe, alle drei Farben dir zu zeigen. Ist da so Glücksgriff? Ich bringe die jetzt aber erstmal ins Haus rein. Wie speichert man bei dem Spiel eigentlich? Moment. Kommt mal alle rein. Kommt. Ja, genau. Rennt alle rein. Oh, du bist so süß. Warte. Du kannst dich auch hinsetzen. Also, mir fällt ja gerade auf, dass mir das hier wieder sehr dunkel vorkommt. Ah, du miepst so süß. Also die zwei sind mal wieder zu blöd.
Wie wär's, wenn ihr da jetzt reinkommt? Kommt, 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 kommt. Jetzt sind wir nochmal stunkel hier drin. Ach. Ja. Ja, genau. Geh halt schon mal hoch. Das ist gut. Also ihr dürft euch auch frei bewegen. Ihr müsst mir nicht alle hinterherlaufen. Auch wenn ihr es trotzdem tut, ich weiß. Aber es muss nicht sein. Bleibt im Haus, Kinders. So. Jetzt musst du aber aufpassen, dass wir nicht an dein Aquarium gehen. Das Problem ist eher, dass sie mir hinterher gespawnt kommen, wenn ich wohin gehe. Ein bisschen doof. Wie Hunde? Ja, wie Hunde. Okay. Ach, ich weiß, wo ich euch hin tue. Kommt mal mit. Jo, genau. Alter. Komm mal her, komm. Du darfst hier mit aufs Bett. Komm. Ganz aufs Bett, komm. Magst nicht so hoch springen, gell? Ah, doch, da. Oh, das ist süß. Ja, yeah, genau, so ist brav. Schön hier im Schlafzimmer bleiben, Kinders. Mhm. Ja, und ich habe es also auch vorhin gemerkt, ja, die werden einfach mal so erwachsen. Also wenn du mal eine Weile weg nicht da warst, dann passiert das. So, ich muss mal kurz in die Küche laufen. Mhm. Unsere Oktopusse sind weg. Super. Oktopusse. So, ich glaube aber eigentlich, dass wir nicht unbedingt den Garten vergrößern müssen. Das reicht eigentlich. So, eigentlich hätten wir jetzt hier noch sowas wie ein Gartenhäuschen hinbauen können. Aber ich glaube, das lassen wir. Wir bauen stattdessen was anderes hin. Oder wir machen das gleich da drin, das wird natürlich besser. Ich baue gerade einen Zwinger.
Für Hunde oder für Katzen? Der wird für Hunde sein. Die Katzen werde ich im Haus behalten, denke ich mal. Bis und ein, zwei Hunde werde ich dann auch drin haben. Nein, es ist ja dafür gedacht. Und wir werden sowas übrigens noch häufiger bauen, für das, was dann draußen dran vorkommt. Jetzt will ich aber erstmal was anderes machen. Okay. Ja, jetzt wird es nämlich Zeit, das Ganze etwas zu verschönern. Und zwar brauche ich einmal Erde. Und dann brauche ich einmal das. Und immer das. Nein, hier. Dahin. Weil du ja gesagt hast, hier ist es ein bisschen zu grünlos, wenn wir jetzt grün hinmachen. Ich hoffe doch, das freut dich. Jedenfalls. Gut. Wenn wir noch an ein paar Hast anderen du das Stellen, Loch da reingemacht? weil hier jetzt die Tür hin soll. So. Ja, wir fangen jetzt auch mal an, eine Tür hinzubauen. Ist das nicht schön? Ich kann meine Katzen hören. Willkommen, Außenwelt. Naja, aber du darfst trotzdem draußen bleiben, Außenwelt. So dringend brauchen wir dich hier draußen, hier drin nicht. So. Nein, wir werden hier ein bisschen was noch bauen. Ich muss mal kurz gucken, wie war das? Ja, genau. Aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier noch Verschönerung machen, bevor wir das dann hinbauen. Wir haben halt jetzt schon mal den ollen Eingang, das ist auch schon mal schön, das freut den einen oder anderen. Ich guck mal eben, wollen wir hier noch irgendwo Grünzeug hinbauen? Ja, hier kann man es noch hinbauen. Halt ein bisschen Deko. Ja, was ist das? Jo, für Leute, die unbedingt Deko haben wollen, gibt es jetzt Deko. Ich hört sich gerade so abwertend an. Nein, ich bin halt nur nicht so der große Fan von Grünzeug, das ist alles. Dann willst du gar nicht meine Häuser bei den Sims sehen. Das ist was anderes, als wenn ich es jetzt hier noch extra hinbauen muss. Ich glaube, wir werden hier auch mal einen Dings hinbauen. Ein Dings? Ja, natürlich, ein Dings brauchen wir sowas von. Ja, genau. Mach dich über mich lustig. Ein Nein. Typ verarschen. Nein, wir brauchen einen. Ich habe zwar ganz viele, aber ich habe ja gesagt, wir werden irgendwann einen. Mal einen pflanzen, das machen wir jetzt. So. Auch im Haus. So. Im Haus selbst werde ich jetzt erstmal kein Grünzeug hinsetzen, weil das ein bisschen doof kommt. Stattdessen hätte ich mal eben nach Knochenmehl gucken. Knochenmehl, habe ich das? Gibt es hier eigentlich hier so drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ansonsten machen wir das mal eben schnell selber. Aber ich glaube, da ist Knochenmehl. Ich höre schon wieder einen Zombie hier. Yes! Also wir haben da mal einen Baum im Haus stehen. Ist doch Oh, schön. cool. Ja, da steht er, das Prachtstück. Nee, aber wir werden dann vor der Tür noch ein bisschen was hinbauen in Sachen Grünzeug und in Sachen Eingang. Da wird nämlich noch eingebaut. Aber ich glaube, wir können jetzt, also es sei denn, du willst jetzt, dass wir hier noch ein bisschen weitermachen, ansonsten können wir jetzt hier mal damit mal ein kleines Ende machen. Erstmal und machen dann an der Stelle das nächste Mal weiter, wenn es wieder mal heißt Let's Whatever und wir machen dann in Minecraft weiter. Kein Thema.
Gut, dann machen wir nur noch das hier weg, weil wir werden ja, wie gesagt, keinen Keller bauen. Gott sei Dank. Oh. Ja, ich will dann doch lieber kein Ding hinbauen. Nö, keine Lust. So, in dem Sinn dann gehen wir jetzt mal nach oben zu unseren kleinen Katzen und werden eben schon mal gechillt aufs Bett landen. Ja, genau. Oder vor dem Fernseher, der allerdings unten ist. Ich stepp. Und hier sind unsere kleinen Kätzis. Ja, ihr seid ja alle so süß. Ich wünschte, man könnte die streicheln, ernsthaft. Ja. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, erst einmal schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich hoffe, es kam euch nicht allzu blöd vor. Und ich meine, wir haben schon ein paar schöne Stunden damit verbracht, ne? Nicht wahr? Ja, wird einfach mal geschwiegen. Und ja. Und mal sehen, was wir das nächste Mal machen. Eine Sache müssen wir für das Haus sowieso noch machen. Das ist dann der Eingang. Und es gibt noch ein paar neue Projekte. Und dann schauen wir mal. Oh ja. Genau. Wie zum Beispiel die Kisten füllen. Das werden wir vielleicht auch alles per Cheat machen. Naja, werden wir mal sehen. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Also, damit ich jetzt auch deine Frage hier noch innen drin noch erklären kann. Hier tut man Speichern und geht zurück zum Hauptmenü. Ah, okay. Und genau das machen wir jetzt. Wir speichern und wir sind im Hauptmenü. Und gut, wir werden... Und hier sehen wir uns das nächste Mal. Allerdings, wahrscheinlich wird das hier nicht dastehen. Aber was soll's. Gut. Bis denn dann. Okay, ciao.